Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tiny Tinas Wonderlands mit mir, SüßeCat. Und da haben wir auch den Claptrap, der uns in der letzten Folge eine Aufgabe gegeben hat. Und wir sollen nun zum Berg der Verzweiflung. Ja, da sage ich doch nicht nein. Wir wussten alle, dass es so kommt. Claptrap kriegt's nicht geschissen. Und wir sollen jetzt irgendwo irgendwelche Sachen klauen. Berg, okay. Wo genau finde ich jetzt den Schatz, von dem du sprachst? Wir suchen einen Ring, der einem Loser namens Kacharo gehörte. Er starb irgendwo im lodernden Fluss. Also los! Er starb irgendwo im lodernden Fluss. Dann ist die Ausrüstung wohl nicht so genial, oder? Feuertanzring unversehrt über Lava laufen. Aber er war so tollpatschig, dass er mit dem Gesicht voraus in den Fluss stürzte. Gut durchgedreht, blieb von ihm nur noch der Ring. Dumme Menschen, warum verstehen sie nicht, dass ein Rad immer besser sein wird als zwei Beine? Da können gleich doppelt so viele Dinge schiefgehen. Kein Wunder, dass ihr dauernd durch die Gegend stolpert. Ja, das wird's wohl sein, lieber Claptrap. Das wird's wohl sein. Oha. Verwüstung im Anzug. War ja klar, dass die Sache hier einen Haken hat. Oh nein, böse Schurken. Was soll ich nur tun? Volltreffer! Jawohl, Volltreffer! Wir laden nochmal nach und dann besiegen wir diese Bestie. Oh, da kommt ja schon die nächste. War ja klar. Lass meinen Pilz in Frieden. Der hat dir noch nichts getan. Betonung auf noch nicht. Was hast du gegessen? Ah, ja. Tote Dinge. Tote Dinge. Oh yeah. Die schmecken am besten. So, wir brauchen hier. Und da und dort. Wo ist denn dieser... Da ist der Lavafluss. Sieht geil aus. Ich nehme mal an, der Ring ist irgendwo da drüben. Da kommen wir wieder hoch. Kohlefresser. Keine Schande, gegen die Beste zu verlieren. Du kannst ruhig Kohle fressen. Aber ich töte dich. So. Heiltrank. Perfekt. Das ist nochmal ein Kohlefresser. Pilz, kommst du klar? Ja, ja, du bist eine äußerst wilde Pflanze. Ich weiß. Du bist eine äußerst wilde Pflanze. Ich weiß. Und da sind äußerst wilde Kohlefresser. Hohoho, kritischer Treffer. Ja, toll, Ringe. Was will ich mit Ringen? Ich kann ihn nicht anlegen. Oh, ja. Yeah. Neues Schwert. Haha. So macht die Sache doch richtig Spaß. Wir haben ein neues Schwert. Ja. Da ist er. Schlag diesen Stein schon in Stücke und hol dir den Ring. Oh, knackig. Ja. Perfekt. Auf zum nächsten Teil. Mir schwebt etwas richtig Cooles vor. Wurm als Umhang befindet sich irgendwo in der Frostsäcke. Auch auffällig, dein Meister hat dir einen Befehl erteilt. Ronald war ein mächtiger Mama, der die Frohholde töten wollte. Er dachte, dass ein Umhang der Kälteresistenz ihn schützen würde. Nun, er wurde eingefroren, aber sein Umhang ist dank der Verzauberung in makellosem Zustand. Wir können mit den optionalen Handwerksregeln auch eigene Ausrüstung herstellen. Das klingt kurz langweilig und wir haben keine Zeit für diesen Scheiß. Ja, andere zu töten und auszurauben ist deutlich schneller und aufregender. Aber das ist eine Handwerksquest. Meine süße, süße Freddy, ich verspreche dir, dass wir beim nächsten Mal so viel langweiligen Kram erzählen und Würfel rollen können, wie du magst. Aber dieses Mal machen wir es auf meine Art mit Kanonen, Beute und Abenteuer und so interessanten Sachen. Na schön. Na schön. Wenn's denn sein muss. Ich habe nur keine Ahnung. Es muss irgendwo hier sein. Achso, ja, da war das Erz.
Okay. Dann gehen wir wieder nach oben. Das Erz haben wir ja schon. Ich muss zu den Eishöhlen. Na dann, auf zu den Eishöhlen. Hi, Claptrap. Ist das weit weg? Oh, das ist eine Quest. Okay. Sehr gut zu wissen. Aber wir gehen jetzt erstmal zu den Eishöhlen, weil jetzt ist erstmal Claptrap wichtig. Klar, Vögel. Da unten gibt's Ausrüstung. Oh, was steht da auf eurem Pergament? Wallis, ist ein Gedicht. Der Autor wäre sicher froh, es zurückzubekommen. Kann sein, dass der Autor da Bock drauf hat. Eine Gedichtsseite habe ich gefunden. Wow, unglaublich. Ich ignoriere die Gegner jetzt einfach mal. Das würde sich sonst so unendlich in die Länge ziehen. Wir rennen einfach mal Richtung Quest und haben da Hundfische. Alter, Hammerkopf. Alter Schwede, was ist das für ein hartes, geiles Teil? That's what she said. Widert mich an. Mag dich trotzdem. Wieder im Geschäft. Komm, den Vogel mache ich jetzt nur kaputt. Ah, ist kaputt. Okay. Hundfisch. Vernichtung von oben. Vernichtung von oben. Finde ich gut. Lass dir bitte meinen Pilz in Ruhe. Wieder so ein Hammerkopf. Ach, wisst ihr was, Leute? Wir haben jetzt genug gemacht. Wir müssen in die Höhle. Da wären wir. Und bam! Rein mit uns! Da ist der Umhang! Ah, der steckt fest! Du musst das Eis weghacken, um ihn freizulegen! Oh, Beute! Schlag sie zurück, Lehrling! Warum war das klar, dass da jetzt Kobolde kommen? Warum wusste ich das? Eine Frosch-Eishexe. Frobold. Frosch-Kobolde. Wie kreativ. Okay. Ich soll töten? Ich werde töten. Brauchst du ein Minzbonbon? Kritische Treffer. Oh yeah. Ich liebe es. Okay. Gib Hackengas und verschwinde dort. Verdammte Hacke. Warum sag ich ständig Hacke? Egal. Kehr zu mir zurück. Aber hack dich. Oh, schon wieder. Was wäre, wenn wir diese tollen magischen Gegenstände einfach für uns behalten? Das klingt nicht gerade. Was redest du da? Wir haben ein reines Gewissen. Wir hätten da draußen fast ins Gras gebissen. Hey, das reimt sich. Ja, aber wir haben uns bereit erklärt, eine Quest anzunehmen. Eine Quest basierend auf einem Haufen von Lügen. Wenn ihr die Quest nicht beenden wollt, gibt es keine EP. Oh, aber ich bin so kurz vor meiner super coolen Klassenfertigkeit. Dann weißt du, was du tun musst, Valentino.
Oh, wer hätte gedacht, dass Heldentum so voller moralischer Ambiguität ist? Bereit zum Zaubern! Ja, ja, das Heldentum, das Heldentum. Da oben ist ein Quest, ich weiß. Aber wir müssen erst zu Claptrap. Der braucht unsere Hilfe. Alleine kriegt das ja auf keinen Fall geschissen. Gold, juhu. Also, weiter geht's. Kleppileinchen. Du hast deine Lehrstelle heimlich an jemand anderen untervergeben, nicht wahr? Dafür reißt die Schmiedegilde mir den Kopf ab. Einen unserer Köpfe zumindest. Ja, Meister Donhaber, es ist nicht so, wie es aussieht. Ich habe mir nur bei Kleinigkeiten helfen lassen. Du weißt ja, dass ich die Werkzeuge im oberen Regal nicht erreiche. Die echte Arbeit habe ich ganz allein gemacht. Na gut. Dann zeig mir mal deine echte Arbeit. Mit Vergnügen. Leer, du da, drapiere meine Werke auf der Puppe, auf das Meister Tonhammer sie bestaunen möge. Scheiße. Lehrling, du da. Siehst du, Meister? Ich sagte doch, dass ich das hinkriege. Sieh dir diese Schönheiten an. Oh, kunstvolle Arbeit, Lehrling. Sie tragen die Handschrift eines Meisters. Dieses Meisters, um genau zu sein. Ich habe sie geschaffen. Ich hämmere dich und deinen diebischen Freund zu blutigen Bettpfannen. Oh oh. Warum wusste ich, dass das so rausläuft? Vorsicht, ich bin eine ziemlich gute Schützin. Warte kurz. Oh, shit. Shit, 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 shit. Ich will nicht sterben. Hilf mir. Ach, während der kreiselt, ist er immun. Gut zu wissen. Wir sollten besser Abstand halten. Oh, und jetzt wieder voll aufs Fressbrett. Scheiße. Keine Munition mehr. Das ist jetzt sehr ungünstig. Wieso bin ich immer in deinem Windschatten? Oh, das war nicht gedacht, du könntest gewinnen. Was? Oh, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Gerade jetzt geht mir die Munition aus. Ich habe überhaupt nicht auf meine Munition geachtet. Und natürlich habe ich als Sekundärwaffe nur eine Pistole. Okay, er kreiselt wieder. Ich gehe mal in höhere Gefilde. Schau mal, ob ich hier Munition finde. Super. Gut, die Truhe kriege ich wahrscheinlich nicht mehr. So, zumindest ein paar Schuss habe ich bekommen. Super. Dann kann es ja weitergehen. Meister Tonhammer, wir haben noch ein Wörtchen zu reden. Erstmal meinen Pilz mal in Ruhe. Bitte schön, danke schön. Wenn die Gilde der Schmiede fragt, war ich nie hier, kapiert? Was hast du getan? Du hast den Meister der Schmiede umgebracht. Oder vielmehr den ehemaligen Meister. Jetzt bin ich am Drücker. Ich wusste, dass ich befördert werde. Du kannst die Hacke dieses Schwachkopfs übrigens behalten. Ich werde sie nicht benutzen. Nur Idioten bauen Erz ab. Okay. Hier, nimm deinen Lohn und verschwinde. Du hast einen Hang zum Töten von Schmiedemeistern und kommst deshalb nicht für mein Lehrlingsprogramm in Frage. Irgendein anderer verzweifelter Abenteurer wird dich schon bald ersetzen. Ganz bestimmt. Okay. Oh mein Gott. Schauen wir mal, ob die besser ist. Ja. Nein. Alter, das war jetzt gerade mein Fight. Geht mir einfach die Munition aus währenddessen. Ich glaub's ja nicht. Okay. Wir hatten hier noch Nebenquest. Genau. Okay, okay, aber bleib in der Nähe. So, was hätten wir denn hier? Ei, die kennen wir doch. Phase unserer Operation? Jawohl. Die Revolution läuft, aber es gibt noch mehr verdammt zu tun. Der Typ sei verdammt oder der Gott oder... Ach. Als nächstes müssen wir die Produktion
halten. Sie zerstören. Dann merkt Vorkana, dass wir es ernst meinen. Komm schon, hier lang. Ich folge dir. Warte kurz. Ich habe einen Experten für gewaltfreie Deeskalation gesucht. Und da bist du. Komm her, Schätzchen. Aber lass deinen kleinen Freund in der Hose, ja? Deine Knarre, meine ich. Mein Name ist Bench. In meinem Dorf haben wir einige Probleme mit dem hiesigen, bösen Zauberer Baldar, dem Garstigen. Ich weiß, dass du uns helfen kannst. Ich habe die perfekten Kugeln für ihn. Wart mal ab, was die aus seinem Gesicht machen. Oh, das wird wild. Nein! Unser Dorf hat schon zu viel Gewalt erlebt. Wir wollen eine friedliche Lösung. Bring ihn dazu, uns in Ruhe zu lassen. Gewaltfrei ist praktisch mein zweiter Vorname. Wenn ich einen hätte. Sollte ich mir einen zulegen? Okay, wir lassen die gute Char da vorne einfach mal Char sein und kümmern uns jetzt erstmal um die friedliche Deeskalation. Oh mein Gott, warum? Sehe ich das richtig, dass wir versuchen wollen, den Typ nicht zu reizen? Ihr habt sie gehört. Keine Sorge, das wird bestimmt super einfach. Ihr zwei seid ja auch sowas von feinfühlig. Richtige Sensibelchen. Oh, sensibel können wir. Wir sind sensibelfähig. Oh, unter uns. Ich finde es so süß, dass du das auch noch glaubst. Oh mein Gott. Eine Kaskade. Ah, egal. Weiter geht's. Let's rolling, rolling, rolling. So, da wären wir. Wo ist er denn jetzt, der Garsticke? Weiter oben. Okay, dann geh mal durch. Hier vielleicht. Da ist er doch schon. Ich plündere jetzt erstmal deine Truhe, einfach weil ich's kann. Okay, sieht gut aus. Ich plündere dich noch kurz. Gut, jetzt können wir reden. Du bist der total stereotype böse Zauberer, korrekt? Ja, ich erfinde immer wieder neue Methoden, die verdammten Nerds im Dorf zu terrorisieren. Und mit dieser einzigartigen Schriftrolle öffne ich ein uraltes Grab, um mir eine Waffe von unvorstellbarer Schrecklichkeit zu holen. Hätte ich nur nicht versprochen, den Mann am Leben zu lassen. Dann bleibt eben nur eine Möglichkeit. Wow, du bist so heiß. Du machst mich ganz wuschig. Ich weiß, dass es dir genauso geht. Sollen wir uns ein Örtchen suchen? Nicht schon wieder. Ich hasse mein gutes Aussehen. Sehe ich aus wie jemand, der flirtet? Ich bin ein böser Zauberer. Ich flirte nicht. Lass mich in Ruhe. Du kriegst mich nie. Ach, super. Es gibt für alles ein erstes Mal. Zur Strafe schnapp ich ihn. Ja, das sehe ich aber auch so. Unendlich blitzportieren! Du wirst mich, den bösesten aller Zauberer, niemals in die Finger kriegen. Ja, ich hab's noch gar nicht probiert, ehrlich gesagt. Bleib weg von mir, du Kobold-Marionette! Ja, aber der ist wirklich schnell. Nimm deine stinkenden Pfoten von mir, du Wicht. Wicht, genau. Ja, und wie soll ich bitte an den hinkommen, wenn der da so die ganze Zeit so rumteleportiert? Es macht richtig Spaß, mit dir zu spielen.
Da ist doch irgendwo was faul. Das kann ich den ganzen Tag machen. Das ist ja schön für dich. Aber mir geht es gerade dezent auf den Sack. Also, du magst mich nicht, ich mag dich nicht. Zwing mich nicht wieder zu schrägen Aktionen. Bitte, versuche nicht nochmal, mich zu verführen. Das ist super ätzend. Wenn du mich gehen lässt, gebe ich dir die hier. Sie gewährt dir Zugang zu einer alten Höhle, in deren Innern du eine Waffe findest. Okay, machen wir. Ich spüre eine Erschütterung im magischen Gefüge des Universums. Hast du unser Zaubererproblem gelöst? Genau, ja. Wir haben uns unterhalten. Netter Kerl. Er hat mir seine Lieblingsschriftrolle geschenkt. Die Schriftrolle der Höhlenöffnung. Der Höhle mit Waffe drin Öffnung. Hey! Gute Güte, eine Waffe, sagst du? Da du offenbar so gewandt darin bist, unsere Probleme ohne Gewalt zu lösen, befreie uns bitte auch von dieser Waffe, bevor unserem Dorf noch mehr Schlimmes widerfährt. Okay. Das war also unsere hohe Kunst der Verführung, wie? Was? Nein, nur eine Aufwärmübung. Ein wenig eingerostet. Nächstes Mal läuft's besser. Ich freue mich schon auf euren nächsten Versuch, Nerds. Da trennen einem die Augen. Ja, die Waffe ist gut. Bin froh, dass ich die geplündert habe. So. Ist das die Höhle? Ich hoffe es doch sehr. Ihr werdet für eure autoritären Methoden bezahlen. Sprich mit ihr Schnapp. Ihr werdet schon noch sehen, Faschisten. Hallo, ich muss mit offizieller Kobold-Erlaubnis in diese Höhle da. Nein, und mir ist egal, wer dich geschickt hat. Es ist zu gefährlich. Wir wollen hier keine Gewalt mehr. Hast du was zu verbergen, Faschist? Lass mal sehen, was du da hast. Wenn ihm in die Fresse ballern Option D ist, fallen mir sicher bessere Optionen A, B und C ein. Sollen wir ihn verführen? Wir probieren's. Dieser Blick. Mich hat noch nie jemand so angesehen. Du wächst etwas in mir. Ich würde alles für dich tun. Komm mit mir. Lass uns das Abenteuer des Lebens gemeinsam bestreiten. Beim Urge, ich empfinde genauso. Ja, unbedingt. Lass uns zusammen durchbrennen. Ekelhaft! Ihr seid beide Faschisten. Das wird der Widerstand nie vergessen. Hier um. Dies ist ein geschützter Ort. Es hat tatsächlich funktioniert. Hey, ich hab doch gesagt, dass die Verführung diesmal besser laufen würde. Ja, vielleicht ein wenig zu gut. Jetzt werden wir diesen kleinen Kerl nie mehr los. Oh, er mag uns eben. Ist doch süß. Nicht dein Ernst. Ihr wisst aber schon, dass ihr ihn behutsam abweisen müsst, oder? Wir müssen ihn behutsam abweisen. Warum? Der ist doch hilfreich. Und wenn wir ihn jetzt abweisen, wird er uns 100% angreifen. Hey, das ist ein Pilz in Frieden. Okay, wir hüpfen jetzt einfach mal rüber. Denn da kommen schon wieder diese blöden Vögel. Ich mag die nicht. Muss eine Bank anrufen wegen der Kontozusammenlegung. Ach du Scheiße, jetzt wird's langsam ernst. Sag bitte, dass er stirbt. Okay, Schriftrolle. Ich mag dich nicht und du magst mich nicht. Also bringen wir's hinter uns. Ich will diese Waffe. Die Schriftrolle sieht riskant aus. Setze unsere Liebe nicht aufs Spiel, Schatz. Sie ist doch noch so frisch. Bitte sei vorsichtig.
vorsichtig. Mal sehen, was da steht. Aperta dilatato foraminis. Ach, Verführung kommt nicht in Frage. Du schaffst das, Schätzchen. Finden wir eine Lösung, damit wir alle wieder gehen können. Und ich gehe am besten reich weg. Wächter Bogenschütze. Boom! So, Migraten, der lebt noch. Oh ja, der lebt sogar noch gut. Vielleicht stirbt er ja. Nein. Jetzt wird gezaubert. Oh, Löcher in Schädelform. Cool. Oh, wie schön, dass es dir aufgefallen ist. Sprich es einfach aus, Baby. Und wir können hier verschwinden. Neuanfang. Keine Waffen. Keine ominöse Stimme eines alten Wächters, keine Schriftrollen, nur wir und unsere Liebe. Oh Gott. Finde ich nicht gut, was da gerade sich so zusammenbraut. Nein, das ist mir zu gefährlich. Ich warte am Tor auf dich, mein Schatz. Sei stark. Okay, ich bin stark. Ich glaube, du musst stärker sein. So. Das Ritual abgeschlossen. Doch zu welchem Preis? Na, das werde ich wohl gleich erfahren. Du wagst es, mich aus meinem langen Schlaf zu erwecken. Ich bin Brunfeld, der Wächter des finsteren Lochs, der erste meines Namens, der letzte meiner Art. Der irgendetwas zwischen einem und vier Romanen gleichzeitig liest. Ich stehe an diesem Platz und wache über diese Höhle seit einer Zeit, an die sich niemand erinnert, außer mir, was jedoch mehr Fluch als Segen ist. Stell dir vor, du könntest dich an jede Peinlichkeit in deinem Leben erinnern, wärst jedoch älter als die Sonne. Das zehrt nach einer Weile an den Nerven. Aber wie dem auch sei, du bist in mein uraltes Loch eingedrungen, in das niemand eindringen darf. Ich bewahre eine teuflische, unheilige Waffe, ein Relikt aus Urzeiten. Nur wer würdig ist, darf an mir vorbei. Niemand ist würdig. Oh Gott, geh mir nicht auf den Sack. Du, ich, ein dunkles Zimmer. Na, wie wär's? Komm nicht in Frage. Wie wagst du es, mich in Versuchung zu führen? Ich bin solchen niederen Trieben weit überlegen. Für ja, egal. Vermessenheit wirst du sterben. Es war mir schon klar, dass es nicht gut ausgeht, aber Alter, der kaut dir ja ein Ohr ab. Man weiß ja nie. Ja, dafür hatte ich echt keine Zeit. Er kaut ja ein Ohr ab, das ist ja Hammer. Ich fühle mich magisch. Ja, wir schauen jetzt einfach mal. Die Waffe ist nun in eurem Besitz. Und jetzt los, schnell raus aus dieser staubigen Grube. Ich finde, was das mit der Gewaltfreiheit angeht, waren wir echt gut. Ja, absolut. Aber eins habe ich gelernt. Und zwar... In den allermeisten Fällen ist Gewalt tatsächlich die Lösung. Sieh mich nicht so an. Das kann ich nicht bestreiten. Apokalypse, sofort! Oh mein Gott. Bin ich schräg oder ist es wirklich beeindruckend, dass ich das Ding getötet habe? Nein, das ist nicht beeindruckend. Das ist einfach nur umgefallen. Könnt ihr mal aufhören, mich da so wegzupusten? Ich muss hier raus. Und zwar gewaltfrei. Oder so ähnlich. Also, so, mit ein paar Kollateralschäden. Kommt schon vor. Oh oh. Können wir jetzt los, Schätzchen? Oh, hallo. Ja, okay, das wird für uns beide nicht leicht, aber ich muss es sagen, ich finde, wir sollten nur Freunde bleiben. Oh, oh, wow, ja. Yeah. Ich, hab gerade das Gleiche gedacht. Aber natürlich. Ja,
sehe ich ganz genauso. Toll. Das ist perfekt. Also, dann sehen wir uns irgendwann mal. Vielleicht? Super. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest. Ups. Ich glaube, ich habe ihn sehr traurig gemacht. Tut mir sehr leid. Aber ich musste ihn nicht töten. Genial, oder? Einfach genial. Laufen, laufen, laufen. Da oben gibt's Geld. Geld. So. Du hast die Waffe also geholt? Wir können ohne Angst in Frieden leben? Ja. Ich habe zwar einen uralten Gott getötet, der älter war als die Sonne, aber das war wirklich notwendig. Es ist enttäuschend, dass du Gewalt anwenden musstest. Dennoch weiß ich deine Mühen zu schätzen. Du darfst diese verfluchte Waffe behalten. Verschwinde! Ein Raketenwaffe, juhu! Und eine, egal. Passt schon. Weiter geht's. Ah, warte, wir müssen die Quest noch wechseln. Hier. Da wären wir. Also, die Produktionsmittel sind auch ein Motor der Unterdrückung. Also, weg damit! Okay. Ich bin dann mal nur kurz mein Inventar ein bisschen ausmischen, liebe Char. Und kann ich das nicht... Ah doch, kann ich verkaufen. Kannst du nicht ausrichten. Das macht ja nichts. Ah ja, da kommt alles zusammen. So. Habe ich gerade gelevelt. Alter, habe ich gar nicht gemerkt. Uiuiui, ich mach dann mal hier. Hehe. Weil dann kann mein Pilz mich wiederbeleben. Das ist bestimmt von Vorteil. Und dann gehen wir mal noch auf Stärke. Hier ist auch ein Schnellreisepunkt. Und ich würde sagen, das bietet sich doch super an, um jetzt einfach mal die Folge zu beenden. Wir sind jetzt schon weit gekommen. Zwar immer noch auf diesem dämlichen Eisberg. Aber ein bisschen was haben wir beendet. Ein bisschen gelevelt haben wir. Ich bin zufrieden. Ich hoffe ihr auch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet doch mein Video. Bis dann.